Am 8.3., also diesen Freitag, ist feministischer Kampftag und weltweit stehen Frauen und unsere Verbündeten an diesem Tag für unsere Rechte und gegen Unterdrückung ein. Und da kommt diese Folge sehr passend. Zur Einordnung für euch. Dieses Gespräch wurde vor genau einem Jahr aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt war Chimans Gruppe noch in der Gründungsphase und die Ermordung von Jina Mahsa Amini, welche die feministische Revolution im Iran auslöste, knapp 6 Monate her. Und obwohl viel Zeit vergangen ist, hat der Inhalt dieser Folge leider nicht an Aktualität und Relevanz verloren. In der 3. Folge unserer Selbsthilfereihe hatte ich das Vergnügen, Chiman als meinen Gast zu haben. Geboren im Nordwesten des Irans hat Chiman nicht nur Physik studiert, sondern auch eine Leidenschaft für soziale Arbeit entwickelt, die sie dazu anspornt, Gemeinschaften zu stärken und Unterschiede zu überbrücken. Nicht zuletzt auch in ihrer Rolle als Selbsthilfebeauftragte beim Projekt Kultursensible Selbsthilfe. Ein zentrales Anliegen von Chiman ist es, Selbsthilfegruppen für Migrantinnen zugänglicher zu machen. Der Fokus liegt dabei auf seelischer und mentaler Gesundheit. Sie hat festgestellt, dass in vielen Kulturen und Ländern Selbsthilfe nicht bekannt ist und dass Sprachbarrieren sowie Vorurteile gegenüber Selbsthilfeangeboten bestehen. Deshalb setzt sie sich für niedrigschwellige Angebote ein, die mehrsprachig gestaltet sind, um damit eine breite Palette von Menschen erreichen zu können. Ein wichtiger Aspekt von Chimans Arbeit ist auch der ständige Kampf für Grundrechte, sowohl hier in Deutschland als auch für ihre Familie in ihrer Heimat Iran. Sie ermutigt dazu, über Themen wie seelische Gesundheit und Krankheiten offen zu sprechen, um Enttäuschung, Wut und Hoffnungslosigkeit zu überwinden und gemeinsam eine stärkere seelische Gesundheit aufzubauen. Ich danke Chiman für ihre inspirierenden Einblicke in die interkulturelle Selbsthilfe. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der Folge. Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Edwin Nurielmas. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zum Gedankensalat-Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Gästin. Ich bin nämlich in Aachen, habe den weiten Weg auf mich genommen mit der Deutschen Bahn. Ist alles gut gelaufen und ich sitze in der VHS Aachen zusammen mit Chiman. Hallo Chiman. Hallo. Wie geht es dir? Mir geht es ganz gut und ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ich danke dir für deine Zeit erstmal und dass du dich bereit erklärt hast, mit uns über Migration und Selbsthilfe zu reden. Das ist nämlich unser Thema heute. Chiman ist Expertin, wenn ich das so sagen darf. Und bevor wir loslegen mit meinen Fragen, habe ich ein kleines Kennenlernspiel mitgebracht, damit auch ihr, liebe Zuhörenden, ein Bild davon habt, wer Chiman ist. Und ich werde dir Satzanfänge vorlesen und du beendest den Satz dann spontan, was dir einfällt. Ja. Das muss sich mal dringend ändern. Ah, ich würde sagen, die Situation im Iran. Ein perfekter Tag startet für mich mit? Mit ganz friedlicher, also die ganze Welt. Mit Frieden auf der ganzen Welt? Ja, mit Frieden auf die ganze Welt. Oh, ein sehr großer Traum. Ja. Aber wir müssen groß träumen, stimmt, oder? Ja. Die Politik sollte unbedingt? Die Politik muss unbedingt auf Menschenrecht achten. Ja. Überall. Ja. Mein Vorbild ist? Ach, das ist schwer zu sagen. Es gibt, ich glaube, ich habe viele verschiedene Vorbilder. Ich würde sagen, meine Eltern und ja, mein Vater. Schöne Antwort. Und in einer perfekten Welt? Ohne Krieg. Ja, ihr merkt schon, wohin das geht und was unser Thema heute sein wird. Und wenn ich dich jetzt frage, wer bist du, wie würdest du mir das beantworten? Kannst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also, ich bin Chiman, ich komme aus dem Iran, Nordwest, aus Kurdistan. Und seit ungefähr 8 Jahren bin ich in Deutschland, also seit 8 Jahren mit meinem Mann in Deutschland, in Aachen wohne ich. Und ich studiere zurzeit soziale Arbeit an der KATU Aachen. Ich bin im letzten Semester, ich mache jetzt meine Bachelorarbeit, aber soziale Arbeit ist mein zweites Studium. Ich habe im Iran Physik studiert und absolviert, aber in Deutschland habe ich mich entschieden, dass wir einen ganz anderen Bereich gehen, also
in Wiele. Wahnsinnig. Also ja. Du bist Physikerin, richtig? Genau. Und studierst soziale Arbeit. Ja, man sagt ganz zwei verschiedene komplett, Gegenteil einfach. Ja. Witzig. Aber sieht man wieder, Frauen können alles tun und machen, was sie möchten. Stimmt. Ja. Ich finde es sehr, sehr inspirierend, dich als Physikerin vor mir zu haben und dann noch soziale Arbeit und dein Aktivismus dazu. Deswegen sind wir nämlich heute hier. Magst du was über die Selbsthilfe erzählen? Ja, also vor dem Studium habe ich im Uniklinikum Aachen gearbeitet in einem Projekt für Migranten und geflüchtete Menschen. Und in diesem Projekt ging es um seelische Gesundheit. Und wir hatten vier verschiedene Aufgaben und einfach angeboten. Und eine war eine Gruppe von Frauen, mhm, und ich habe diese Gruppe geleitet. Und, die Frauen waren von, also aus Afghanistan, und die wurden belastet durch Schwierigkeiten von Krieg, von Gewalt, von viele verschiedene schwierige, also soziale Probleme. Mhm. Und also in diesem Projekt und mit diesem Arbeit von Frauen habe ich bemerkt, dass ein Bedarf für Selbsthilfe für andere Kultur und andere Sprache gibt. Mhm. Und aber das war keine offizielle Selbsthilfegruppe, das war wie ein Modell von Selbsthilfe. Aber war ganz neu für Frauen, ganz neue Erfahrung. Wir konnten also viel über Probleme sprechen, über Frauenrechte, über Menschenrechte, über Gesundheitssystem in Deutschland, über Krankungen wie Depression, wie Stress, wie Angst und so weiter. Und das hat die Frauen gut geholfen, haben seit mehreren Monaten haben wir regelmäßig uns getroffen, und ich habe also die Gruppe geleitet und auch geholfen, wie funktioniert die Selbsthilfegruppe. Am Anfang habe ich gesagt, dann können wir einfach Informationen austauschen, über Probleme sprechen. Und dann, die Frauen haben selber diese Verantwortung genommen. Die konnten also einfach selber die Gruppen leiten. Und ich finde, das ist ganz wichtig, wenn Frauen aktiv werden, besonders migrantische Frauen, geflüchtete Frauen, ganz in der Gesellschaft aktiv werden und die Teilnahme Chance haben in der Gesellschaft, einfach im Bildungssystem, im Gesundheitssystem, einfach im Arbeitsmarkt und so. Und die Selbsthilfegruppe habe ich bemerkt, das ist wie eine Schritte, die können einfach Frauen ihre Meinungen sagen, also ohne Angst, ohne Angst vor Tabuthemen, ohne Angst vor Stigmatisierung, vor Diskriminierung. Sie haben also diese Mut bekommen. Und fand ich sehr interessante Erfahrung. Und deswegen habe ich also durch mein Studium überlegt, dass ich irgendwann irgendwie mein eigenes Projekt realisieren möchte. Mhm. Deswegen habe ich in der Volkshochschule für meine Praktikumsstelle mich beworben. Mhm. Also weil in meinem Studium im fünften Semester gibt es ein Praxissemester und wir mussten das in irgendeiner Institution absolvieren. Mhm. Und ich habe mich in der Volkshochschule AKIS Kontaktstelle AKIS beworben, und auch ab September habe ich angefangen mit dem Praktikum. Und in diesem Praktikum musste ich mein eigenes Projekt, also kultursensible Selbsthilfegruppe, entwickeln. Weil in Aachen bis jetzt gibt es keine Selbsthilfegruppe für andere Sprache, andere Kultur. Mhm. Nur in Deutschsprache gibt es viele verschiedene Selbsthilfe. Und deswegen seit September
mache ich also selbst kultursensible Gruppe und ich bin unterwegs immer. Das ist nicht einfach, weil für Migranten Selbsthilfe ist ganz unbekanntes Konzept. Ja, das glaube ich dir. Also Selbsthilfe ist eigentlich schon ein sehr deutsches Phänomen, würde ich sagen. Und das kennt man hier schon seit Jahrzehnten, gibt es das. Und trotzdem ist ja dein Projekt, was mehrsprachig auch ist, du sprichst ja selber Farsi und Kurdisch und hast diesen Aspekt der interkulturellen Selbsthilfe oder der kultursensiblen Selbsthilfe, ein super neues Phänomen. Also es gibt es kaum in Deutschland, so innerhalb der letzten Jahre kamen immer mehr Gruppen deutschlandweit und dein Projekt in Aachen ist schon Pionierarbeit, würde ich sagen. Und wenn ich so, wenn ich sage, Selbsthilfe ist ein deutsches Phänomen, dann meine ich, dass es halt in vielen Kulturen und Gesellschaften unbekannt ist. Also das Konzept der Selbsthilfe, so wie wir das hier kennen, man trifft sich regelmäßig in einem Stuhlkreis und man tauscht sich gegenseitig aus, das gibt es in anderen Ländern nicht so. Aber Selbsthilfe kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Wenn wir unseren Horizont nämlich erweitern und über unsere Landesgrenze hinausschauen, wenn ich zum Beispiel an meine Heimat Türkei denke, da fallen mir direkt die sogenannten Altın Günler ein. Das, ich erkläre mal für alle, die nicht wissen, was ein Altın Gün ist. Das sind Treffen, die monatlich stattfinden, bei denen ein geschlossener Kreis an Frauen, die meistens eng befreundet sind oder verwandt, zusammenkommen und sich austauschen, so wie du das eben erklärt hast. Aber nicht nur das, jedes Mal spielt eine Frau sozusagen Gastgeberin. Sie bereitet ein üppiges Festmahl vor. Es gibt Börek und Çay und Küsset und was nicht alles. Und dann kommt aber noch ein Aspekt hinzu. Die Teilnehmerinnen bringen dann zu dem besagten Treffen ein Goldstück mit jedes Mal. Der Wert wird vornherein von der Gruppe gemeinsam festgelegt und die Münzen werden dann gesammelt und der Gastgeberin übergeben. Und so zieht das Treffen jeden Monat ein Haus weiter. Und der Sinn dahinter ist, die Frauen ermächtigen sich selber, indem sie ihr Gespartes verwenden, um stückweit eine finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen und ökonomische Investments tätigen zu können. Und wir können feststellen, bei diesen Treffen geht es ums Geld, para. Gleichzeitig werden diese Safer Spaces auch genutzt, um sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Man quatscht und tratscht ein bisschen, man teilt aber auch die Sorgen, holt sich Ratschläge ein, fragt nach Meinung und genießt zusammen den freien Nachmittag mit Çay. Und alles hat durchaus auch die Funktion, die wir bei der Selbsthilfegruppe von Çimen feststellen können. Also ich sehe da eine große Parallele. Da wollte ich dich fragen, wie sieht Selbsthilfe im weitesten Sinne im Iran aus beispielsweise, in deiner Heimat? Ja, gute Frage. im Iran gibt es keine Selbsthilfegruppe, wie in Deutschland organisiert wird. Also das ist ganz unbekannt, gibt es keine Selbsthilfeorganisationen oder Kontaktstellen. Es gibt viele verschiedene Gründe davor. Warum gibt es keine Selbsthilfegruppe in manchen Ländern und manchen Kulturen, wie zum Beispiel im Iran? Unter dem Begriff Selbsthilfe wird meist gegenseitige Hilfe und Unterstützung innerhalb der Familie oder in Nachbarschaft oder Freundkreis verstanden. Und im Iran noch weniger als hier. Üblich mit fremden Menschen über ein gemeinsames Problem zu sprechen. Das ist nicht üblich hier in Deutschland. Und auch im Gegenteil, wenn man also mit Bekannten über Probleme spricht, dann gibt es auch Angst vor einem Statusverlust. Deswegen suchen auch Migranten, Migrantinnen auch hier nach einem gezielt nach Unterstützung im Bereich der professionellen Beratung und Informationen durch Expertinnen. Hier in Deutschland gibt es auch andere Probleme, zum Beispiel Sprachbarriere ist Hauptproblem. Obwohl manche Migrantinnen haben auch gute Deutschkenntnisse, aber sprechen und reden miteinander über eigenes Problem in ihrer Muttersprache ist viel einfacher, leichter als andere Sprache. Deswegen gibt es keine Selbsthilfegruppe, zum Beispiel in Aachen, auf Kurdisch und Persisch, die ist also meine Sprache. Und gibt es auch
andere Barrieren, zum Beispiel also gesundheitliche Probleme, also Krankheit und Gesundheit wird anders wahrgenommen in mancher Kultur. Mhm. Zum Beispiel manche Krankheiten werden als ein Schicksal wahrgenommen. Mhm. Und deswegen das Mensch macht nichts gegen die Krankheit. Also die akzeptiert einfach das, und weil in ihrer Kultur hat die Person so gelernt, dass also die Krankheit muss man akzeptieren. Mhm. Also aus, ich glaube, also ich würde sagen, wegen religiöse Meinungen, Glauben und so. Mhm. Mhm. Und deswegen also kulturell auch unterschiedlich. Mhm. Und auch andere Barriere ist, in Selbsthilfekontaktstellen, Selbsthilfeorganisationen sind Migrantinnen nicht im Fokus als Zielgruppe. Und ich glaube, das muss eine Veränderung geben in diesem Bereich. Ja, da wird auch direkt meine nächste Frage ansetzen. Du hast ja ein bisschen schon zu der Gründung deiner Selbsthilfegruppen berichtet. Und was würdest du sagen, fehlt einer herkömmlichen Selbsthilfegruppe, so diesem, wenn man jetzt durchschnittliche deutsche Selbsthilfegruppe sich anguckt, um den Bedürfnissen von Menschen mit Migrationshintergrund gerecht zu werden? Was können die anders machen? Mhm. Ja, also ich glaube erstmal so Selbsthilfekontaktstellen, Selbsthilfeorganisationen, eine interkulturelle Öffnung und interkulturelle Kompetenz entwickeln. Das ist ganz wichtig, wenn also die Zugang der Selbsthilfe für Migranten erleichtert wird. Mhm. Das ist dann erster Schritt. Mhm. Wenn Informationen, Flyer, Infoveranstaltungen auf andere Sprache gibt, dann bekommen auch also Migrantinnen oder Menschen mit Migrationshintergrund Interesse und Motivation auch. Dann, weil auf Deutsch ist ein bisschen schwierig für manche, weil gibt es auch, manche können auch nicht Deutsch einfach lernen oder sprechen, und Informationsaustausch ist auch nicht einfach, mhm, in dieser Sprache. Aber wenn Vielfältigkeit, also kulturelle Vielfalt, kulturelle Sprache, mhm, kulturelle einfach Ethnien, mhm, und ja, wenn es so gibt, dann, also das ist erster Schritt, finde, mhm, ich, und es spielt ganz große Rolle. Mhm. Ja, absolut. Ja, und ja, wie gesagt, also Deutschland ist eine also ganz buntes Gesellschaft. Mhm. Gibt es Menschen mit verschiedenen Kulturen, religiösen, mhm, ethnischen, sexuellen Orientierungen, Frauen, Männer, Menschen mit unterschiedlicher Alters, also mit ohne Handicap. Sie alle bilden die deutsche Gesellschaft. Mhm. Und ich würde mit meinem Projekt, mit meinem eigenen Projekt, erstmal die Vielfältigkeit anerkennen, mhm, in, zum Beispiel in eine Organisation wie hier, wie ARKIS, Selbsthilfe-Kontaktstelle, und dann kann man auch weitergehen für andere Schritte. Mhm. Ja, das ist erstmal diese Anerkennung von Vielfältigkeit, finde ich wichtig. Welche Rückmeldungen bekommst du denn von den Teilnehmerinnen beispielsweise? Wir haben im Vorfeld ja schon geredet und du hast mir erzählt, dass es positive Effekte hat auf die Teilnehmerinnen und sie gerne kommen und auch die Wirkung der Selbsthilfe selber spüren. Was erzählen sie dir zum Beispiel? Ja, also solche Rückmeldungen habe ich bekommen. Das hat immer in meinem Kopf. Also wenn Frauen sprechen, dass sie keine Angst und Sorge haben, ihre Meinungen zu äußern, und auch selbstständig, ohne Abhängigkeit von jemandem, in einer Situation sein und über ihre Situation, über ihre Gefühle einfach sprechen. Das hatte großen Effekt, auch nicht allein zu sein, mit anderen Menschen zusammen mit der Situation klarkommen zu kommen. Auch Freunde finden, die neue Leute kennenlernen, das ist ganz auch wichtig.
weil für Migranten ist ganz fremde Gesellschaft, gibt es keine Familie, keine Nachbarschaft wie früher, besonders wenn man in eine kollektive Gesellschaft kommt. Und hier fühlt sich man eine Einsamkeit, allein zu sein und so. Und das hilft auch bei also gegen Einsamkeit. Und diese gegenseitige Hilfe und Unterstützung, also und sprechen auch mit Problemen und Ratschläge geben oder einfach zuhören, das hilft ganz gut. Ich glaube, das Zuhören wird vor allem unterschätzt. Also wenn man weiß, da ist jemand, der hört mir aktiv zu und ist für mich da, das ist schon so, so groß eigentlich. Ja, stimmt. Voll. Ich glaube, viele, die gerade zuhören, wissen gar nicht, wie so ein Selbsthilfegruppentreffen abläuft. Wie sieht das bei euch aus? Trefft ihr euch wöchentlich, monatlich? Habt ihr einen Stuhlkreis? Wie groß ist eure Gruppe? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also bei ARKIS gibt es viele verschiedene Selbsthilfegruppen mit vielen verschiedenen Themen. Zum Beispiel Long Covid, Einsamkeit überwinden, Depression und Ängste ist ganz wichtige Thema. Also wird sehr angefragt, diese Thema. Angehörige von psychischen Erkrankungen, einfach über Diabetes, über Traumagruppe, gibt es viele verschiedene Themen. Die treffen sich regelmäßig, manchmal einmal in der Woche, manchmal einmal im Monat. Das ist unterschiedlich. Und gibt es auch junge Selbsthilfegruppe, das ist ganz neu. Mhm. Von also 18 bis 35 Jahre. Ja. Das heißt junge Selbsthilfe, auch sehr beliebt von Studenten. Die organisieren selber die Gruppe, also die Personen in eine Gruppe und muss also von 6 bis 12 Personen sein. Mhm. Das ist also ideale Zahl von einer Selbsthilfegruppe. Und eben zum Beispiel in der Volkshochschule, die treffen sich und das ist eine perfekte, finde ich, Platz für Selbsthilfegruppe ist, weil es ganz anonym ist. Zum Beispiel, das ist nicht im Krankenhaus oder in einem bestimmten Ort. Mhm. Also hier gibt es viele verschiedene Gruppen von Bildung, von Gesundheit, von auch andere Bereiche. Mhm. Deswegen hier ist, finde ich, ganz perfekt, die Selbsthilfegruppe. Ja, ja. Aber bis jetzt arbeite ich an meine Projekt, also kultursensible Selbsthilfe, und versuche ich, eine Selbsthilfegruppe für Migranten zu gründen. Ja, auf Kurdisch oder auf Persisch. Mhm. Du bist also noch auf der Suche nach Teilnehmerin. Ja, ja. Okay, das heißt, alle, die sich angesprochen fühlen und mit jemandem ihre Sorgen teilen wollen, die können sich an dich wenden. Genau, ja. Das ist schön. Wann wollt ihr denn starten? Hast du schon einen Tag, ein Datum? Erstmal also würde ich eine Infoveranstaltung machen. Also durch diese Infoveranstaltung würde ich erstmal das Konzept Selbsthilfegruppe vorstellen. Mhm. Vorzustellen, weil das ist ganz unbekannt. Mhm. Und das geht auf Persisch mit zwei Expertinnen, zwei Psychologinnen sozusagen. Mhm. Und durch diese Veranstaltung möchte ich die Teilnehmenden Motivation geben, dass sie eine Gruppe zusammen gründen. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, das ist ganz unbekannt. Ich habe viel recherchiert, ich bin in viele Institutionen und Organisationen gegangen, die mit Migration gearbeitet haben oder arbeiten noch. Und ich habe gefragt, welche Bedarfe, welche Wünsche gibt es noch da oder wie ist die Gesundheitssituation von Migrantinnen in Aachen. Mhm. Und da habe ich bemerkt, dass gibt es große Bedarfe, besonders für seelische Gesundheit. Mhm. Und die suchen nach einem Weg für
ihre seelische Gesundheit zu verbessern. Aber ich würde sagen, das ist ganz schwer in Deutschland, zum Beispiel einen Termin beim Psychiatrie oder Psychologien bekommen. Das dauert ewig. Ja, ich weiß. Ja. Selber Erfahrung. Ja. Ja, und besonders auch für Migranten noch schwieriger, ja. Weil gibt es nicht genug Psychologien oder Psychotherapeuten auf ihrer Muttersprache. Mhm. Mhm. Okay. Und deswegen, also diese Selbsthilfegruppe kann eine Ergänzung, kann ein Weg sein, also durch Behandlung, durch seelische Gesundheit. Mhm. Aber erstmal, ja, für die Veranstaltung müssen wir das Konzept für Migrantinnen vorstellen. Mhm. Sehr schön. Ja. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber ich wollte jetzt noch mal explizit fragen, inwiefern spielen kulturelle und sprachliche Nähe eine Rolle bei der Selbsthilfe? Mhm. Ja, also wie gesagt, Sprache spielt ganz große Rolle. Mhm. Ja, also ich bin auch Migrantin und seit 8 Jahren als Beispiel kann ich mich erwähnen. Spreche ich Deutsch, aber das ist nicht einfach. Ich studiere auch auf Deutsch, aber wenn man mit einer Muttersprache, wenn man mit Muttersprache, also über Gefühle, über Meinungen, über alles, über soziale Probleme oder über Schwierigkeiten redet, ist ganz anders als zum Beispiel deutsche Sprache. Ja. Das ist total schwierig. Deswegen bei Selbsthilfegruppe vor allem spielt die Sprache ganz große Rolle. Dann man fühlt sich ganz wohl, kann man einfach sich äußern, ausdrücken und das hilft erstmal, wenn man also auch für seelische Gesundheit. Wenn man einfach ohne Stress, ohne Anstrengungen über Gefühle spricht, dann bekommt man ein gutes Gefühl. Mhm. Und kulturell ist auch ganz kompliziert, ganz großes Thema, weil in manchen Kulturen zum Beispiel gibt es Tabuthemen, Schamthemen. Und in Selbsthilfegruppe wird auch diese Tabu irgendwie gebrochen. Weil kann man auch einfach über sexuelle Orientierung zum Beispiel sprechen. Mhm. Und auch wenn man so spricht über ein Tabuthema, dann auch Gleichbetroffenen, dann denkt man, ich bin nicht allein hier in Deutschland. Und das hilft auch für seelische Gesundheit, wenn man nicht einsam und allein fühlt, für ein Problem, für eine bestimmte Meinungen. Ja, absolut. Also ich gehe ja beziehungsweise nicht mehr, aber ich bin die letzten 3-4 Jahre in Therapie gegangen und meine Therapeuten ist eine weiße Frau gewesen. Und manchmal muss ich dann Sachen erklären, die für mich als Türkin selbstverständlich sind. Und für sie war das aber ganz anderes Verständnis. Und dann war sie ja, bei uns zu Hause ist das so und so, weil so und so und mit meinen Eltern dann so und so. Und dann war sie, ach so, ja, okay. Und es ist dann automatisch schwieriger, sich zu öffnen, weil man manchmal auch keine Lust hat, Sachen zu erklären. Und immer muss man Sachen erklären, bei uns in der Kultur ist das so, bei uns in der Religion ist das so. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wenn man Menschen hat, die einen auf der kulturellen Ebene verstehen und auf der sprachlichen, einen ganz anderen Zugang dazu findet. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wird es einen Themenschwerpunkt geben mit seelischer Gesundheit. Genau, das heißt, die Gruppe ist offen für alle, die sich um ihre seelische Gesundheit kümmern wollen. Genau, also ganz genau. Erstmal über seelische Gesundheit, ganz allgemein. Dann kann es also um verschiedene Themen gehen, also zum Beispiel in Depression oder in Angst, einfach soziale Probleme, Integration und viele verschiedene. Aber einfach, erster Punkt ist seelische Gesundheit. Mhm. Mhm. Ja.
Ich habe jetzt noch eine Frage, die geht in eine ganz andere Richtung, aber betrifft auch deine Arbeit, denke ich. Seit einem Jahr hören wir immer wieder die drei selben Wörter, Jinjian Azadi, Frau, Leben, Freiheit. Und seit der Ermordung von Mahsa Amini gehen nicht nur hierzulande 1000 Menschen auf die Straßen, um auf die Frauen- und Menschenrechtsverletzungen im Iran aufmerksam zu machen. Seit über einem Jahr verfolgt die Welt die Geschehnisse im Iran. Menschenrechtsverletzungen stehen auf der Tagesordnung und immer wieder erreichen uns schreckliche Nachrichten über die von der Politik ausgeübte Gewalt. Auch du bist auf Demos anzutreffen, egal ob es um den Iran geht oder das Patriarchat zu stürzen. Was treibt deinen Aktivismus an? Was hat sich im letzten Jahr verändert bei dir? Was sind deine Gedanken zu den Geschehnissen in deiner Heimat? Das sind drei große Fragen. Sorry, alles auf einmal. Ja, also die Situation im Iran hat viel verändert. Wie auch in Deutschland, das Leben von Menschen in Deutschland, in Diaspora und anderen, von Exil-Iranerinnen und Migranten von Iran. Von Iran, ja, das also seit 6 Monaten hören wir ständig also Nachrichten von Iran. Gibt es Hoffnungen, gibt es Enttäuschung, gibt es Wut, gibt es also Traurigkeit. Also wir begegnen jeden Tag mit vielen verschiedenen Gefühlen, Emotionen. Ja, es ist nicht einfache Situation, würde ich sagen. Ich bin sehr beschäftigt auch mit diesem Thema, mit dieser Situation im Iran. Ich gehe auch oft in Demos und gibt es immer Hoffnungen, weil dieses Mal ist ganz anders. Die Frauen haben sehr also Mut bekommen, einfach für ihre Rechte kämpfen, weiterkämpfen. Also seit langem kämpfen Frauen im Iran. Ich bin auch da. Also einfach für meine einfache Grundrechte gekämpft und immer noch. Weil ich finde, also Frauen müssen immer kämpfen für ihre Rechte, also auf der ganzen Welt. Ja, das ist nicht nur ein Iran-Problem. Ja, aber im Iran ist besonders zurzeit ist ganz speziell, würde ich sagen. Und ich bin als eine Kurdin, ich kenne diese Slogan, also Jinjian Azadi. Das ist, ja, das ist eine kurdische Slogan. Das bedeutet also Widerstand bei Frauen und auch Menschenrechtsverletzung. Ja, also seit der Ermordung von Jina Mahsa Amini passiert viele auf der Straße im Iran und auch hier in Deutschland. Die Menschen mussten also das Regime stürzen, weil das ist eine ganz antimoderne, patriarchale Mullah-Diktatur. Und eine emanzipatorische Aufstand gegen Bevormundung, gegen Unterdrückung und Ohnmacht ist ganz ja, wertvoll für uns als Frauen aus Iran. Und Jina Mahsa Amini ist heute ein Symbol für den Kampf der Kurdinnen und auch des iranischen Volkes gegen Unterdrückung und Antidiskriminierung. Und Diskriminierung. Und Jinjian Azadi kommt aus der kurdischen Freiheitsbewegung, wie gesagt, und hat einen Effekt über den gesamten Nahen Osten hinaus in also die ganze Welt. Ja. Und ich finde, der Schmerz von Menschenrechtsverletzung ist international. Also er endet nicht an Landesgrenzen. Überall. Und ich habe auch bemerkt, bei Iranerinnen, es ist nicht einfach, wie gesagt, es ist ganz schwer, gibt es viele verschiedene also Gefühle. Und wir also versuchen, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen.
Also wir gehen auf die Straße hier, wir sprechen miteinander auf Social Media. Aber das ist echt nicht einfach. Ich würde sagen, für viele Iraner ist es so. Also ein Teil ist in Deutschland, aber körperlich. Und andere Teil, also seelisch, geistig, ist da. Mhm. Ja, man bombardiert ständig mit schrecklichen Nachrichten, mit Todesurteilen, Hinrichtungen. Mhm. Das ist ein Kampf und weiter. Also wird weiter. Ja, also so schmerzlich die Bilder aus dem Iran auch sind, auf der anderen Seite schöpfen Frauen, glaube ich, auf der ganzen Welt, aber auch diskriminierte Gruppen, Kraft aus der Stärke der Frauen vor Ort und fühlen sich inspiriert für ihren Kampf in ihren Gemeinden und Städten. Und das gibt einem Hoffnung, auch mir persönlich weiterzumachen und weiterhin für unsere Rechte einzustehen, auch wenn es im Kleinen ist. Und wenn jeder in seinem Bekannten- und Familienkreis etwas Positives bewirken kann, dann kann das eine globale Bewegung irgendwie draus werden, denke ich. Ja. Du hast sehr schöne Worte dafür auf jeden Fall gefunden. Dankeschön, dass du das mit uns teilst. Welchen Einfluss haben die Geschehnisse im Iran? Du hast eben schon gesagt, ihr tauscht euch aus auf deine Arbeit. Wie spürst du das im Alltag, im Arbeitsalltag? Mhm. Ich habe überlegt, eigentlich, wie kann ich seelische Gesundheit von iranischen Migranten hier kümmern oder achten. Mhm. was kann ich tun für seelische Gesundheit in dieser Situation von iranischen Migranten und Diaspora? Weil, wie gesagt, gibt es viele verschiedene Gefühle, Angst, Wut, auch verschiedene Meinungs-, politische Meinungen. Mhm. Das bringt auch manchmal Wut, Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit. Mhm. Und das ist nicht einfach. Und ich glaube, gibt es jetzt einen großen Bedarf zu Austauschmöglichkeiten. Mhm. Und ich würde diese Situation mit Selbsthilfegruppen verbinden. Also in eine Selbsthilfegruppe, aber einfach politisch zu sprechen. Nicht also über zum Beispiel Depression oder einfach andere Krankheiten. Mhm. Über unsere jetzige Situation im Iran. Mhm. Weil die Leute brauchen wirklich eine Gesprächsmöglichkeit, eine Austauschmöglichkeit. Auch über Politik. Seit lange wird nicht so passiert, ist nicht so passiert, einfach über die Situation in Iran zu sprechen. Mhm. Ja. Das ist eine gute Möglichkeit, auch für Selbsthilfegruppe. Die Leute kommen einfach über Meinungen, über Politik auch, über Gesundheit, seelische Gesundheit und politische Situation sprechen. Okay, dann sind wir auch schon zur abschließenden Frage eigentlich gekommen, um die ganze Folge jetzt nochmal zusammenzufassen. Du stehst ja in Kontakt mit vielen Menschen aus dem Bereich der Selbsthilfe, mit betroffenen Iranerinnen zum Beispiel, aber auch regionale und überregionale Netzwerk- und KooperationspartnerInnen, Personen der VHS, AKIS, Aktiven aus der Selbsthilfe, viele. Was sind so, wenn du sagen müsstest, erstens, zweitens, drittens, was braucht es für die Zukunft, damit Selbsthilfegruppen inklusiver gestaltet werden können und eine Bandbreite an Menschen ansprechen, in all ihrer Vielfalt und Komplexität. Wenn du jetzt so drei Punkte sagen müsstest, damit wir so... Ich würde sagen, erstmal interkulturelle Öffnung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist ein Prozess, kein punktuelles Punkt. Mhm. Kulturelles Thema. Mhm. Interkulturelle Öffnung ist ein langer Prozess, muss in Institutionen und Organisationen in Deutschland durchgeführt werden, durch zum Beispiel Personal oder interkulturelle Kompetenzen,
ja, Sprachfähigkeit, Kulturfähigkeit und so weiter. Und wow, ja. Wenn das der einzige Punkt ist, auch in Ordnung. Ja, interkulturelle Öffnung, super wichtig. Ja, okay. Und für alle, die Timans Arbeit sehr interessant finden oder in Kontakt mit dir treten möchten oder auch vielleicht eine liebe Nachricht abschicken möchten, Feedback zu dieser Folge, wie kann man dich erreichen? Hast du Instagram, Facebook, eine Seite? Ja, können wir einfach per E-Mail erreichen. Ich bin total gerne mit diesem Thema offen. Wir können zusammen über Selbsthilfegruppe für Migrantinnen sprechen, auch per E-Mail, also auf Telefon, mit Telefon. Und auch im Akis, an Akis wenden, können gerne. Also ich arbeite hier auch bei Selbsthilfe-Kontaktstelle Akis Aachen. Also ihr findet alle Informationen zu Timan in den Shownotes. Ich werde euch die E-Mail-Adresse aufschreiben und weiterführende Quellen. Also guckt in die Shownotes. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Danke, Timan, dass du da warst bei mir bei Gedankensalat. Es war eine super Folge. Ich danke dir für deine Offenheit und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Ich danke dir auch. Ich habe mich sehr gefreut. Oh, diese Folge ist entstanden in Kooperation mit dem Projekt Kultursensible Selbsthilfe vom Paritätischen NRW. Redaktion, Produktion und Schnitt von Erdvan Yılmaz. Musik von Frieda Emrich. Shine Together. Die Coca-Cola-Gläser von McDonald's sind zurück. Jetzt ein Glas gratis zu jedem McMenü. Nichts McMenü Small, nur solange der Vorrat reicht.